Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Strafkolli Online. Ja, wir sind zurück nach dem Luko-Event sozusagen. Fuck off. Und ja, es ist viel passiert. Ich habe jetzt knapp 2 Wochen nicht mehr aufgenommen. Da stehen welche. Ich glaube, das ist Nett und irgendein anderer Typ. Wir haben jetzt 2 Wochen oder 3 so nicht mehr aufgenommen. Es ist extrem viel passiert. Ich stelle mich mal kurz hier in die Pfanne, ja. Damit das so aussieht, ob ich irgendwas machen würde. Es hat sich einiges getan. Ich bin stärker geworden. Ich habe, glaube auch ein bisschen mehr Einhand trainiert. Ich bin jetzt Stufe 1. Habe jetzt 110 Leben. Also es hat sich ein bisschen was getan. Habe auch 2 Mana jetzt, ja, wie ihr sehen könnt. Und halt 28 Stärke. Es geht voran. Mein Inventar hat sich auch ein bisschen gefüllt, auf das ich jetzt geilerweise gerade nicht zugreifen kann. Legen wir die Pfanne kurz mal ab. Mal kurz ein Emote. Mir genießt die Sumpfluft. So, und da sehen wir auch schon. Ich habe jetzt hier auch, glaube ich, weiß gar nicht, was jetzt alles neu ist und was man schon in den Aufnahmen kannte. Ich weiß jetzt gerade nicht. Egal. Jedenfalls ein bisschen neue Pflanzen, die Heiltränke habe ich noch. Und ein bisschen Stuff hier. Okay. Und es hat sich ein bisschen was getan. Die, die aktiv SKO spielen und im Forum verfolgen, werden gesehen haben, dass wir den Sumpf gerade wieder aufbauen. Das, was ihr hier alles seht, der Kampfplatz, bla 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 und so weiter, das existiert alles gar nicht im RP. Ja. Wir sind gerade noch beim Aufbau und Ignacio und Nett scheinen sich hier zu unterhalten. Und, ja, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht können wir uns hier bei denen gleich mal einmischen. Ansonsten können wir eigentlich mal gucken, wer ist denn eigentlich gerade online? So, mal gucken hier. Nett ist da. Ich bin da. Bollragnar ist da. Ignacio ist da. Das ist eine schwache Bilanz. ja, gut, es ist Sonntag, es ist jetzt Real-Life-Zeit, glaube ich, 18 Uhr oder so. Also ich glaube, ich hätte in 2 Stunden eigentlich nochmal reingucken sollen. Aber ich wollte jetzt auf jeden Fall diese Folge nutzen, um ein wenig zu erzählen. Wie gesagt, viel passiert. Ich hatte auch 4 Training gemacht. Und bin momentan dabei, mich so ein bisschen zu entscheiden. Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme war, aber irgendwann mal hatte ich eher erwähnt, dass ich versuche, Templer zu werden. Oder dass der Templer mein Ziel ist, sozusagen. Ja, moderieren und emoten ist ein bisschen kompliziert. So. Okay. Gucken wir jetzt erstmal kurz hier auf den Platz. Vermutlich ist ja natürlich keiner. Das war mir irgendwie schon klar. Ich tue jetzt mal kurz aus Spaß hier ein bisschen was emoten, einfach weil ich es einfach mal kann. So. Genau, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte, aber ich hatte ja vor ein paar Wochen versucht, so ein bisschen den Templer-Weg einzuschlagen, weil ich fand halt auch den Templer in Kombination mit so einem einfachen Schwert, fand ich halt ziemlich cool, so vom Design her, so mit Einhandwaffe.
Allerdings hat sich das in den letzten paar Tagen ein bisschen gewandelt. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob ich diesen Pfad wirklich einschlagen soll. Es steht mittlerweile aus, die Kastenwahl. Also ich sollte mich jetzt demnächst doch jetzt mal darum bemühen, in der Kaste beizutreten. Es gab irgendwie... Ich habe mir das hier aufgeschrieben, warte mal. Ich mach kurz hier auf meine... Ach, meine Zettelwirtschaft hier. Die Kasten... Ah ja, genau, so. Und zwar haben wir hier... Wir haben vier Kasten. Also so wie ich mir das hier aufgeschrieben habe damals. Ich habe den Zettel noch hier. Die Kraut- und Handelskaste. Die für die Krautverarbeitung und für den Verkauf, der allgemeine Handel zuständig sind. Die Naturkaste. Jagd- und Sammlerkunde, Jäger und Sammler. Dann die Handwerkskaste. Die Holzverarbeitung. Bilden Holzfäller aus, Schmiede und Rüstungsbau, etc. Und die Glaubenskaste, die auf Missionierung gehen, Veranstaltungen veranstalten, Belehrungen vornehmen und Suchende unterrichten. Ja, ich hatte ja versucht, eigentlich so ein bisschen in die Handwerkskaste reinzurutschen. Das Problem ist aber, dass Garrett, also wie ich das rausgefunden habe, nur Schmied ist. So richtig war eigentlich Ruvon die zentrale Ansprechperson. Die zentrale Ansprechperson in der Handwerkskaste. Und ja, in den anderen Kasten ist einfach mehr los. Also auf jeden Fall in der Glaubenskaste. Da sind Itraim und Avis momentan. Also die beiden, bin ich mir sicher, sind da gerade. Und die wäre unter Umständen jetzt eine Option. Und die Kraut- und Handelskaste. Also eine von beiden Kasten würde ich mir versuchen vorzunehmen. Ja, warum, werden sich jetzt einige fragen. Ich habe ja parallel, ich weiß gar nicht, ich glaube in diesem Let's Play habe ich es noch gar nicht erwähnt. Ich habe parallel angefangen, Gothic 1, die Welt der Verurteilten zu spielen. Und ist für mich gerade momentan der krasseste Reiz, dass man Guru werden kann. Man kann in den Rang eines Gurus aufsteigen, was meiner Meinung nach in Gothic 1 extremst gefehlt hat. Ja, da konnte man zwar nur Templer werden, das war schön und gut, aber irgendwie war es schade, dass man kein Guru werden konnte. Siehste, das wäre so eine Frage gewesen, die ich hätte beim Piranha-Bytes-Treffen stellen können. Schade. Na gut. So, wer ist denn das? Ein Braik. Mal ein bisschen RP mit neuen Leuten machen, ja? Brahig. Seine Lumpen haben noch Flecken von Kotze, riecht auch danach. Ach du Scheiße. Wie wieder schon Brahig? Und spricht eilig, um dem Geruch zu entkommen. Du hast gut daran getan. Nett, komm mal, kann ich helfen? Auch ein krasser Typ.
die tragen hier gerade irgendwas zusammen weg. Vielleicht kann ich ja helfen. In der Schmiede sind noch ein paar Bretter. Wir benötigen noch weitere vor dem Lazarett. Gut, dann machen wir uns doch einfach mal ans Werk. Die sind, glaube ich, im Gang lässig gelaufen, ne? Jo. Dann schnappen wir uns doch einfach mal einige Bretter. Ein paar Bretter. Ja, wie viel sind denn ein paar Bretter? Ich nehme jetzt einfach mal 4. Ich habe das schon mal gemacht. Da haben wir vorm Lager lagen da Bretter und die haben wir dann hier in die Schmiede getragen. Und da wurde uns einfach nur gesagt, dass wir nach Ermessen, je nachdem, Bretter, also eine Bretteranzahl nehmen können. Mi guckt sich die Bretter an, und greift sich einige um jene zu Schultern. So. Dann machen wir einfach mal kurz eine / Plunder an ihm. Dann eine / Gang Lasik. Und dann ziehen wir einfach mal vor. Dann, wir müssen zum Lazarett, das ist easy. Diesmal kennen wir ja den Weg. Und, oh, wer ist denn das? Ach, Gregox ist das. Oder? Oh, doch, das ist so Gregox, oder? Mi leicht angestrengt. Angestrengt. Erwache. Achso, ich sollte vielleicht noch emoten, was ich mache. Mi trägt einige Bretter. Habe ich doch gerade. So. Was ich jetzt noch sagen wollte. Genau, also, Mi winkt zur Schmiede. Bretter. Bring einige mit zum Lazarett. So, das dürfte ja wohl gereicht haben. Was ich sagen wollte, genau. Also ich bin momentan nicht mehr so sicher, ob ich den Weg des Templers oder den Weg des Gurus einschlagen soll. Da aber momentan sowieso diese Frage wahrscheinlich nicht geklärt werden wird. Nee, tut mir leid, gibt es jetzt keine Antwort. Ich nehme jetzt auf. Ich schätze mal, vor dem Reset werde ich, wenn ich schnell bin, noch Novize. Also ich bin jetzt in letzter Zeit wirklich täglich online gewesen und versuche auch meinen RP zu verbessern und wirklich überall mit anzupacken, wo es nur geht. Und ich hoffe, dass ich, wie gesagt, noch vorm Reset, der angeblich, ich weiß nicht, von wem ich es gehört habe oder wo ich es gehört habe, aber ich habe mal gehört, der Reset soll Dezember, Januar stattfinden. So, / Gang lässig. Oh fuck, jetzt klingelt das Telefon. Naja, mach ich einen kurzen Cut. Okay. Da sind wir wieder.
Also, wie habe ich es geschrieben? Mir seufzt. Zu nett. Ach. Achso, habe ich doch schon geschrieben. Okay, dann gehen wir mal dorthin. Diesen OC-Scheiß hier wegmachen. Also, wie gesagt, es ist halt. Oh, Junge, mach, lass das doch mal mit dem OC. So. Du willst mich verarschen, oder? Du willst mich jetzt echt verarschen. Warum hat er jetzt OOC okay geschrieben, wenn ich gesagt habe, lass OOC? Junge, was ist los mit dir? Ah, nee, wie gesagt, was ich halt sagen wollte. Ich bin völlig aus dem Konzept jetzt. Sorry. Ich kann halt nicht gleichzeitig OOC und RP machen und gleichzeitig moderieren. Das geht schlecht. Mir legt die Bretter sauber auf einen Stapel. So.